Innsbruck in Tirol im Januar. Die Woche nach dem Kitzbühel-Rennen. Hier, mitten in den Alpen, liegt einer der Ursprünge einer so selten gesehenen Aktion aktiver Sportler. Ihr Anliegen? Der Klimawandel. Er war das übergeordnete Thema des gesamten Winters. Um darüber zu reden, treffen wir hier eine Freeriderin. Einen Meteorologen, eine Umweltaktivistin, einen Tourismusökonom und ihn. Österreichs Nachwuchshoffnung in den Speed-Disziplinen, Julian Schütter. Einen, der in Kitzbühel gestürzt war. Kreuzbandriss, Saison aus und andere Prioritäten ab Mitte des Winters. Mein konkretes Ziel mit dieser Aktion jetzt ist, dass die FIS meine Forderungen erfüllt. Aber alles der Reihe nach. Zuerst die Fakten zum Schnee. Wir bleiben im Januar. Normalerweise würde eher so viel liegen in dieser Jahreszeit und jetzt liegt eben eher ein paar Zentimeter oder also ein paar Dezimeter vielleicht. Was wir wissen und was auch sehr gut etabliert ist, ist, dass die Extreme sich vergrößern werden. Alles verschiebt sich hin zu höheren Temperaturen, je nachdem, wo wir sind, zu feuchteren oder trockenen Bedingungen, generell zu feuchteren Bedingungen. Aber die Verteilung um diese Mittelwerte wird sich vergrößern. Es kommt dann ein Haufen Schnee in irgendeiner Woche irgendwann, wenn wir Meteorologen dazu sagen, das ist Winter, also Dezember, Januar, Februar. Und vielleicht für den ganzen Rest kommt gar nichts. Ein Haufen Schnee im Gebirge. Der Traum eines jeden Freeriders. Den ganzen Winter lang. Auch und gerade für Profis wie Lena Stoffel, die für solche Bilder auf große Mengen natürlichen Schnees angewiesen sind. Aber er wird hier im Innsbrucker Raum immer seltener. Das sind Aufnahmen aus dem letzten Jahr im März. Mitte Januar dieses Jahres sah es an gleicher Stelle so aus. Hier sind es wirklich, ich weiß nicht, so viel, 20 cm. Das ist ungefähr 20 bis 30 cm. Und das ist aber mehr oder weniger. Da drüben ist zum Beispiel gar kein Schnee. Die Baumstümpfe, die sind leicht eingeschneit, aber wenn man jetzt Freeriden geht, dann sieht man die vielleicht nicht und fährt aber trotzdem drauf. Das ist natürlich sehr gefährlich. Hier sieht man die Auswirkungen halt einfach wirklich sehr schnell. Dem tiefen Pulverschnee jagen Freeride-Profis überall auf der Welt hinterher. Lena Stoffel sogar bis nach Japan oder nach Norwegen. Als Profi-Skifahrerin habe ich natürlich meinen CO2-Abdruck auch schon hinterlassen in den letzten Jahren. Ich bin schon viel in der Welt rumgereist, um Ski zu fahren. Das ist natürlich schwierig als Profisportler, seinen CO2-Abdruck zu rechtfertigen. Ich glaube einfach, dass sich jeder irgendwo an irgendwelchen Schrauben drehen muss, das reduzieren, was man reduzieren kann. Und ich glaube, wenn sich jeder Profisportler schon von, sage ich mal, 4 Reisen im Jahr auf 2 reduziert, dann hat er auch schon was gemacht. Ein Umdenken findet statt. Jeremy Jones. Ausgelöst von ihm und Protect Our Winters, einer Klimaschutzorganisation von Wintersportlern, zu der auch Lena Stoffel gehört. Jeremy Jones sah als Extrem-Snowboarder die gewaltigen Klimaveränderungen bereits in den 2000er Jahren. I just knew that we needed to do something to come together to fight this issue. Und gründete 2007 die Organisation, deren Forderungen 10 Jahre später im US-Kongress in Washington angehört wurden. Together. We can protect our winters. Noch vor wenigen Wochen diskutiert Protect Our Winters mit der US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Längst aber ist es eine globale Bewegung geworden, die auch in Innsbruck angekommen ist. Natürlich setzen wir uns für den Schutz vom Winter ein. Es ist auch irgendwie in unserem Namen drinnen, es ist unsere Leidenschaft. Aber an sich nutzen wir dieses Bild vom Schutz vom Winter als Werkzeug. Weil es ist oft ganz schwierig, sich mit den Themen Klimawandel auseinanderzusetzen, damit identifizieren zu können, weil Polkappen schmelzen, dann ist eine Überflutung in Pakistan, Artenvielfalt stirbt. Das sind ganz Themen, mit denen sich Leute nicht identifizieren können. Aber wenn du Menschen sagst, so, wir werden keine weißen Weihnachten mehr erleben in den Tälern in Österreich,
wie Schneefallgrenzen. Wir können nicht mehr Skifahren gehen. Damit können sich Leute identifizieren. Und die Wissenschaft ist auf ihrer Seite. Wir sind verabredet mit Robert Steiger, einem der renommiertesten Experten für Wintertourismus. Er hat in diesem Winter dem IOC die Studie einer internationalen Expertengruppe zu den Olympischen Winterspielen vorgestellt. Bei den Projektionen zum Beispiel, wie viele Skigebiete sind noch schneesicher, da sind Ende des Jahrhunderts entweder ein Drittel noch schneesicher in Österreich, wenn wir nichts tun, oder zwei Drittel, wenn wir Klimaschutz betreiben. Also das sind doch sehr deutliche Unterschiede. Und das zeigt schon, dass man mit Klimaschutz auch in Bezug auf Wintersport sehr viel erreichen kann. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir keinerlei Veränderungen mehr erleben werden, denn ein guter Teil des Weges ist schon vorgezeichnet durch die Emissionen, die wir schon produziert haben die letzten Jahre und Jahrzehnte. Wegen ausbleibenden Schneefalls in den Alpen wird Wintersport in vielen Gebieten bald nur noch mit Kunstschnee möglich sein. Braungrüne Wiesen im Schweizer Alpenpanorama, so sieht der Winter aus im Skigebiet Virihorn im Berner Oberland, etwa 1500 Meter hoch gelegen. Und so sahen die beiden vergangenen Olympischen Spiele aus. Natürlicher Schnee, Mangelware. Ob in Peking oder in Pyeongchang. Durchdachte Nachhaltigkeit sieht anders aus. Innsbruck, Ausrichter der Winterspiele von 1964 und 76, ist eine dieser Städte, die die Klimakatastrophe besonders hart treffen kann. Ja, überraschend für uns war schon, dass doch eine recht hohe Zahl an ehemaligen Austragungsorten in Europa als nicht schneesicher eingestuft werden und das zum Teil schon Mitte des Jahrhunderts. Also das zeigt, dass der Klimawandel bei uns schon recht weit fortgeschritten ist und einige Regionen Probleme bekommen werden. Fast alle der 21 bisherigen Winterspielstädte weltweit wären laut Studie betroffen. Ohne drastische Verringerung der Treibhausgasemissionen werde nur noch Sapporo am Ende des Jahrhunderts zuverlässig faire und sichere Bedingungen bieten. Beispiel Innsbruck. Bei schlechter Klimaprognose läge hier auf den Hängen im Februar 2050 nur noch an 11 Tagen eine natürliche Schneedecke von 10 cm. An 19 Tagen im günstigsten Fall. 2080 könnte es auf 2 Tage heruntergehen. Gerade in den Alpen wird man sich überlegen müssen, möchte man wieder eintreten in diesen olympischen Zirkus sozusagen. Das IOC hat ja auch schon die Überlegung angestellt, dass man künftig vielleicht weniger Austragungsorte ins Auge fasst. Der Skiweltverband FIS dagegen und ihr sich selbst bestens vermarktender Präsident Johann Eliasch haben hierbei ein ganz anderes Selbstverständnis. I know our sport and I know how to get things done. Sie seien längst Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Und wir sind auch der erste Sportverband der Welt, der klimapositiv wird. Eliaschs FIS unterstützt nach eigener Aussage das Nicht-Abholzen eines Regenwaldgebietes, will damit ihren massiven CO2-Ausstoß überkompensieren. Zusätzlich gefiltert wird dadurch aber kein bisschen des klimafeindlichen Gases, sagen Experten. Und nicht nur unsere Fragen zu den Daten und Fakten des Projektes beantwortete die FIS schon mehrfach nicht. Es ist halt nichts öffentlich, es ist nichts transparent. Man findet keine Angaben zu wie viel Regenwald, wo der überhaupt ist, wie viel sie da investieren, wie viel CO2 die FIS überhaupt ausstößt als Organisation. Weil anscheinend haben sie ein internes Audit gemacht, das findet man auch nirgends. Habe dann auch probiert, die FIS zu kontaktieren und da mehr zu erfahren und habe auch keine Antworten bekommen. Julian ist tatsächlich dann zu uns gekommen im Herbst mit der Idee, Druck auf die FIS auszuüben und intern bei der FIS was zu verändern. Als Ergebnis initiiert Schütter eine so selten vorgekommene Aktion. Einen offenen Brief mit ausformulierten Forderungen an die FIS, unterzeichnet von FIS-Athleten. Medienwirksam überreicht während der alpinen Ski-WM in Frankreich im Februar. Wie man in den Medien wahrscheinlich in letzter Zeit schon mitgekriegt hat, sind diese Regenwaldprojekte generell schon umstritten. Und ich finde nicht, dass Regenwaldschützen gleichzeitig rechtfertigt, alles andere bedenkenlos zu machen. Genau, hier wäre der Brief, wir würden gerne übergeben, aber ich glaube, es ist keiner da, der den entgegennehmen will, oder? Vielen Dank. Dankeschön. Nun hat er innehalten, den Brief. Darin fordern die Athleten von ihrem Weltverband, der zwar sagt, bis 2030 seine CO2-Emissionen halbieren zu wollen, aber uns auch dazu keine Details nennen will,
eine volle Reduktion der CO2-Emissionen auf netto Null bis 2035. Das Ganze unabhängig kontrolliert. Sie schlagen Lösungen wie eine geografisch sinnvolle Saisonplanung vor. Also nicht mehr klimaschädliches Fliegen als unbedingt notwendig. Und vor allem fordern sie absolute Transparenz, die bisher in Ilias Swiss fehle, sagt der Initiator. Unterschrieben haben Weltstars wie Alexander Armut Kilde und Michaela Schifrin. Und Weltmeisterinnen wie Jessica Diggins. 142 FIS-Athleten aus den Disziplinen Ski Alpin, Ski Nordisch, Ski Freestyle und Snowboard waren es am Tag der Übergabe. Im März sind es mehr als 500. Auch Sportler aus Deutschland sind dabei, darunter Thomas Dresen, einst Sieger in Kitzbühel. Der Klimawandel bedroht unseren Sport existenziell und akut. Und wenn wir das nicht in den Griff kriegen, gibt es unseren Sport einfach bald nicht mehr. Es ist einfach so. Deswegen ist kein Rennen mehr wert wie das, weil ohne dem gibt es keine Rennen mehr. Die Glaubwürdigkeit des Wintersports ist nicht erst seit diesem Winter in Frage gestellt. Nun versucht sich eine Allianz von Sportlern an der Antwort. Wenn man es ganz ehrlich betrachtet, geht es ja nicht nur um den Winter, sondern allgemein um unsere Lebensgrundlagen. Der Winter ist ein Teil davon. Aber den Winter zu schützen, ist halt irgendwie ein schönes Narrativ. Diese Bilder zu transportieren, ist natürlich auch für jeden irgendwie eine Motivation und dieses Gefühl zu schützen. Und ich glaube, um das geht es hauptsächlich. Und der Weltverband FIS? Er begrüße das Engagement seiner Athleten, heißt es. Nur könne er der Argumentation im Brief nicht zustimmen. Der Verband sei klimapositiv und würde nachhaltig handeln. Es wäre seine Priorität. Der Skisport wird sich ändern müssen, will eine Zukunft haben. Sein Weltverband erst recht. Hallo, schön, dass ihr bei der Sportschau seid. Spannendes Thema? Dann auch mal hier, hier, hier oder hier klicken. Wir haben noch mehr für euch. Viel Spaß damit.